Altona hat in der letzten Saison noch in der gleichen Klasse gespielt wie wir und dementsprechend ist der Leistungsunterschied nicht so groß. Außerdem hat der Pokal auch in der Jugend seine eigenen Gesetze und ich bin froh, dass meine Mannschaft diszipliniert gespielt hat, auf ihre Chancen gewartet hat und dann letztendlich, glaube ich, auch verdient mit 1:0 vom Platz gegangen ist. Wir wollten eigentlich ganz ruhig spielen mit einem Aufbauspiel, aber diese haben sehr viel Druck gemacht, haben Mittelfeld zugemacht, da mussten wir halt ein bisschen mehr durch die Außen spielen, haben wir nicht so gemacht. Aber spielerisch sind wir besser als Paloma, aber haben es heute nicht ausgenutzt. Am Anfang war es natürlich schwer, in das Spiel ein bisschen reinzukommen. Aber so ab der zweiten Halbzeit dann hatten wir den Fluss. Hat man auch gesehen, dass wir vorne ein bisschen mehr Druck gemacht haben. Und dadurch haben wir halt gewonnen. Ne?